Hallo, hier ist Mucho wieder mit dem Thema Sexualität im Kloster. Und inzwischen bin ich beim Antaichi angekommen, dem Kloster, in dem ich knapp 30 Jahre gelebt habe. Zunächst mal ein knappes Jahrzehnt als Mönch und dann 18 Jahre als Abt. Als ich da ankam mit 22, lebten da nur 5 japanische Mönche und die Frau des Abtes. Also der Abt war der Einzige, der verheiratet war, und seine Frau war die einzige Frau im Kloster, wobei sie nicht an der Meditation oder an der Arbeit teilgenommen hätte. Wir sahen sie immer nur nach dem Abendessen beim Tee kurz für 5 Minuten und dann verabschiedete sie sich wieder. Und einer meiner Kommilitonen hatte mir gesagt, bevor ich nach Antaichi ging, wir unterhielten uns darüber, ja, wie das sein würde mit Sex und Sexualität, ne? Und der sagte mir, war ein Medizinstudent, muss dir keine Sorgen machen, wenn da keine anderen Frauen sind, dann erledigt sich das Problem ganz von alleine. Und das war in meinem Fall zumindest nicht so, ne? Also selbst wenn man da nicht umgeben ist von anderen Frauen, sexuelle Fantasien verlangen, war eigentlich fast immer da. Ausnahme war zum Beispiel das Jahr, das ich in Tofugeji, in einem Rinzai-Kloster in Kyoto, verbracht habe. Das lag zum einen am Schlafentzug, also nur 4 Stunden Schlaf pro Nacht. Das heißt, man war immer total erschöpft. Vielleicht oder wahrscheinlich lag es auch an der proteinarmen Nahrung. In der Regel gab es nur weißen Reis, polierten Reis mit Miso-Suppe, in der nur paar Stücke Gemüse rumschwommen und dann eingelegten Rettich, aber sonst keine anderen proteinreichen Nahrung. Und überhaupt der ganze Stress führte dazu, dass ich die ersten Wochen überhaupt, wie bis dahin überhaupt nicht im Leben, eigentlich gar nicht an Sex denken musste oder konnte, ne? War überhaupt kein Thema. Allerdings, wenn es dann nach einem halben Jahr ein bisschen einfacher wird, man im Sommer auch manchmal Zeit hat für einen Mittagsschlaf und dann auch manchmal etwas Eiweißreiches zu essen bekommt, ist das Problem wieder da, ne? Und wie ich schon vor einigen Malen gesagt habe, wird man da nicht an die Hand genommen und wird gesagt, ja okay, du hast dieses Problem, jetzt geh mal so und so damit um. Sondern jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Und im Moment ist die Situation in Antaichi insofern vielleicht sogar noch schwieriger, als jetzt Männer und Frauen oft zusammen da sind. Man hat Internet und insofern auch immer Zugang zu Pornografie, wenn man es will. Wie geht man damit um? Also eine Sache, die ich gehört habe von einem Dharma-Bruder vor 20 Jahren oder so, der war für eine Weile in Plum Village beim Thich Nhat Hanh gewesen. Und ich glaube nicht vom Thich Nhat Hanh persönlich, aber von einem der Mönche da hat er gehört, ja, wenn du dieses Problem hast, nimm eine kalte Dusche. Und das wirkt dann, ja, vielleicht in dem Moment, ne, aber es ist nur eine sehr temporäre Lösung. Eine andere Sache, die ich und wahrscheinlich andere ebenfalls ausprobiert haben, ist, wenn man nachts nicht einschlafen kann und
Naja, also ich meine, ich bin 1968 geboren, ne, als gerade die sexuelle Befreiung auf vollen Touren lief. Ne. Das heißt, niemand hat mir gesagt, dass Onanie was Schlechtes ist. Ne. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Selbstbefriedigung, dass es irgendwie was Schlechtes ist. Trotzdem fühlt man sich selber dabei nicht so gut, denn ja, ich verwende meine Zeit und Energie, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Und das, was ich damit mache, ist ja eigentlich gar nicht das, was ich will. Ich habe ein sexuelles Bedürfnis. Ich habe ja gar nicht das Bedürfnis nach Onanie, sondern nach sexueller Aktivität. Das heißt, ich trickse mich selber dabei aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, und am Ende ist das Bedürfnis eigentlich gar nicht befriedigt. Wie gesagt, so keiner spricht es richtig aus, aber jeder hat auf seine Weise ein bisschen ein Problem, glaube ich, damit. Ne? Die wenigsten sind da so offen wie der Franziskaner, den ich vor einigen Tagen zitiert habe, der sagt, das gehört einfach dazu. Das gehört dazu, und wenn der Vatikan oder der Dalai Lama was dagegen haben, dann sollten die noch ein bisschen was von dem lernen, was wir inzwischen wissen über den Menschen. Ja, stimmt auch. Allerdings hat man als zum Beispiel auch als Meditierender das Gefühl, dass das auch Teil von der Energie rausnimmt. Also zum Beispiel während der 5-Tage-Session, wenn man dann am Abend des 3. Tages onaniert, am Morgen des vierten Tages ist es nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe Sazen. Man spürt schon einen Unterschied. Insofern hat man doch das Gefühl, oder hatte zumindest ich das Gefühl, es würde sich vielleicht lohnen, nicht zu onanieren. Aber das Bedürfnis ist schon sehr groß. Besonders wenn man vielleicht mal durch eine Phase geht, wo man das richtig ernst nimmt und man hat sich schon 4 Wochen keinen runtergeholt. Das wäre zumindest in meinem Fall eine ziemlich lange Phase gewesen. Die meiste Zeit habe ich es nicht so lange durchgehalten. Und was macht man dann in so einem Fall? Da gibt es in Antalya die Bibliothek, und da gab es diesen Band mit Fotos von Leichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Mönche, die so wie ich manchmal sich diesen Band ausgeliehen haben, den aus dem Grund ausgeliehen haben, nicht weil sie so sehr sich interessierten für Leichen, sondern weil das hilft, auf andere Gedanken zu kommen als sexuelle. Allerdings auch das ist keine Endlösung. Ne? Irgendwann gewöhnt man sich an alles und hat selbst wenn man diese Leichenbilder anguckt, immer noch Bedürfnisse. Und im Theravada-Buddhismus gibt es ja auch vielleicht deshalb diese Praxis, dass man sich nicht nur Fotos anguckt, sondern tatsächlich in Leichenhäuser geht und die Leichen betrachtet, wie sie da verrotten. Aber wahrscheinlich geht es den Theravada-Mönchen auch so, dass sie dann irgendwann an den Punkt kommen, wo auch das nichts mehr hilft. Und eben deshalb steht ja auch in den buddhistischen Regeln und befriedige dein Bedürfnis nicht an einer Leiche. Wo sogenannte normale Menschen sich fragen würde, wie kommt denn überhaupt jemand auf die Idee, sowas zu tun? Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, insofern Sexualität im Kloster. Wie wird es gehandhabt? Um jetzt zurückzukommen zur ursprünglichen Frage. Homosexuelle, dürfen die Mönche werden? Vermutlich in den meisten Fällen ja, besonders dann, wenn du es nicht thematisierst und nicht auslebst. Und
im Fall von Andaichi, wenn du sagst, ich bin schwul, kann ich trotzdem bei euch praktizieren? Das Schwulsein ist nicht das Problem. Wenn du allerdings sagst, und das ist auch schon mir vorgekommen, nicht bei einem schwulen Paar, sondern bei einem heterosexuellen Paar, die kamen aus Finnland, die waren auch sehr offen über ihre Sexualität. Und in Andaichi praktizieren zwar Männer und Frauen zusammen, aber sie leben auf unterschiedlichen Etagen. Also die Zimmer der Frauen sind im Erdgeschoss und die Zimmer der Männer sind drüber. Bei diesen Pärchen haben wir die auch in verschiedene Zimmer gesteckt. Und jeder von den beiden war mit einem anderen zusammen. Das heißt, er konnte nicht zu ihr und sie konnte nicht zu ihm aufs Zimmer, sodass die da zu zweit allein gewesen wären. Das heißt, sie konnten nicht privat miteinander Sex haben. Ne? Also kamen sie irgendwann mal zu mir und sagten, lieber Abmucho, wo sollen wir hingehen, wenn wir Sex haben wollen? Oder dürfen wir das vielleicht gar nicht? Und was ich denen dann geantwortet habe, sage ich, im nächsten Video. Bis dann.